Wir bleiben beim Wettbewerb und freuen uns wirklich ganz besonders an jedem Tag, wenn eben Leute kommen, die ins Rennen gehen um den Goldenen Bären und die anderen Bären, die es da noch so gibt. Und das ist in dem Falle der Film, der dann auch nochmal die besondere Ehre hatte, finde ich, von drei deutschen Filmen als allererster da zu laufen. Es ist ein Spielfilmdebüt, auch das ist eben möglich bei der Berlinale. Allerdings hat die Regisseurin schon einen ganz hervorragenden Dokumentarfilm gemacht, Ohne diese Welt. Das war ein Film, der hat dann auch den First Steps Preis gewonnen, also den wichtigsten deutschen Nachwuchspreis. Jetzt aber ihr Spielfilm, und da merkt man durchaus, dass sie auch eine Dokumentarfilmregisseurin ist, finde ich. Dieser Film heißt Systemsprenger und ist von Nora Finkscheid. Nora, herzlich willkommen. Hallo. Dankeschön. Ihr Debüt. Und das ist der Film mit einer hinreißenden Kinderdarstellerin, mit Helena Zengel, die wir auch schon kennen, aus dem Film Die Tochter. Vor 2 Jahren, glaube ich, lief der auf der Berlinale. Hat sie uns alle schon umgehauen. Die hat heute einen wahnsinnig anstrengenden Tag hinter sich. Die würde das noch machen übrigens hier. Ne? Also die würde garantiert ja gerne stehen. Na, drüber reden? Wäre gar kein Problem. Wäre gar kein Problem. Aber wir haben uns wirklich gedacht, jetzt ist mal Schluss, ab ins Bett. Das ist zum Glück bei den erwachsenen Darstellern anders. Die können noch länger aufbleiben und sind hier. Zum einen ist es übrigens, will ich unbedingt erwähnen, Gabriela Maria Schmeide, die wir natürlich auch bestens kennen und sehr lieben. Und dann ein Schauspieler, der auch gerade, genau wie Maren übrigens, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hat. Er hat bei der gleichen Veranstaltung wie Maren den Deutschen Fernsehpreis gewonnen für Bad Banks und viele, viele andere Preise, war als Kruse zu sehen und ist heute bei uns. Albrecht Schuch, hallo Albrecht. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Und Glückwunsch natürlich noch zu dem Preis. Ihr seid ja mit Preisen überhaupt überhäuft worden bei Bad Banks. Sind ja fast alle da ausgezeichnet worden. Diese außerordentliche Serie. Jetzt also ein Film über ein Mädchen. Das ist eine Systemsprengerin, müsste man ja eigentlich sagen. Und ich fand das dann so eindringlich, was ich erlebe, dass ich gar nicht weiß, ist das eigentlich ein offizieller Begriff in der Pädagogik oder so? Gibt es den? Arbeiten die damit? Also den Begriff gibt es schon. Es ist aber ein inoffizieller Begriff. Das Jugendamt würde ihn so jetzt nicht verwenden. Trotzdem weiß jeder in der Fachwelt, was gemeint ist. Man sucht immer nach anderen Begriffen, sagt dann betreuungsintensive Kinder und Jugendliche. Aber Systemsprenger hat natürlich schon ein großes Kraftpotenzial in sich stecken. Übrigens auch visuell sieht man das ja nicht. Da splittert Glas am Anfang und am Ende sozusagen. Ist ja dieses Spreng auch von dir visualisiert. Es ist ein Mädchen, das im gewissen Sinne durch alle Systeme irgendwie fällt. Sie kommt aus einer schwierigen Familie. Und ganz offensichtlich gibt es kein wirkliches Angebot, das ihr helfen kann. Wie hast du von solchen wahrscheinlich realistischen Fällen überhaupt erstmal erfahren? Also das Thema kam zu mir während der Dreharbeiten. Das ging um ein Heim für wohnungslose Frauen. Es war eine Auftragsarbeit für die Caritas. Und eines Tages zog ein 14-jähriges Mädchen in dieses Heim ein. Und da dachte ich, was macht denn eine 14-Jährige hier? Und dann hieß es, ach ja, Systemsprenger, die dürfen wir in ihrem 14. Geburtstag immer aufnehmen. Und da habe ich angefangen zu recherchieren, weil ich dachte, naja, wie viel Kraft muss in einem kleinen Menschen stecken, wenn man so viele pädagogisch ausgebildete Erwachsene dazu bringt, dass eine ganze Reihe Institutionen sagt, auf keinen Fall, inklusive geschlossener Institutionen sagt, nehmen wir nicht mehr. Also sie tobt, sie wütet, sie hat eine unheimliche Wut und eine Kraft, eine Aggression auch in sich. Und das ist wirklich bedrohlich geradezu, auch für sie selbst. Sie selbst ist eine große Gefahr. Aber es gibt eben in diesem Film, das ist einmal die Figur von Gabriela Maria Schmeide und dann eben deine Figur, Albrecht, Menschen, die sich ja hinwenden und die sie letztlich liebgewinnen sogar. Und da fragt man sich natürlich, das ist für dich, denke ich mir, eine sehr besondere Rolle, auch erstmal mit einem Kind klarzukommen, von Anfang an irgendwie die zu begreifen, die sich ja nicht anbietet, um sie zu lieben, um das vielleicht mal so auszudrücken. Absolut. Nichts hinzuzufügen. War das? Wie das war? Die Zusammenarbeit? Das Schöne daran war diese Naturverbundenheit, die Micha hat, die er wahrscheinlich gefunden hat im Laufe seines Lebens, als eigene Therapiemaßnahme mit seinen Energien umzugehen. Und er überträgt das auf, in diesem Fall, Benny. Und meint, dass das ein Ansatz sein könnte. Erstmal die innere Stimme in der Natur, also die natureigene Stimme auf eine gewisse Art und Weise auch wieder zu hören. Bei allem Schreien, was vielleicht im Kopf von Benny stattfindet. Bei allen Überangeboten, bei allem Zerren und Reißen. Und bei der nicht vorhandenen, aus Bennys Sicht, Liebe der Mutter. Also er hat selbst, das ist gut, dass du das nochmal sagst, selbst so einen Drang zur Aggression. Am Anfang lernen wir ihn ja kennen als jemand, der total rumbrüllt, offenbar gerade einen Konflikt hat. Und vielleicht kannst du auch mal sagen, was sein Job eigentlich ist. Er ist ja durchaus mit ihr auch eben durch den Buch verbunden. Wir haben uns ja geeinigt auf die Bezeichnung Anti-Aggressivitätstrainer, / Abenteuerpädagoge. Das heißt, das war auch schön, in der Vorbereitung konnte ich tatsächlich auch Detlef treffen, ein Survival Coach, mit dem ich durchs Moor gerobbt bin. Das hat Nora für mich organisiert, die vorher selber mit ihm unterwegs war. Wir waren 2 Tage im Wald, haben draußen geschlafen. Er hat mir gezeigt, wie man auf 10 verschiedene Arten und Weisen Feuer machen kann. Auch mit den Fusseln aus seinem Bauchnabel zum Beispiel.
Dir kann nichts mehr passieren. Definitiv nicht, solange... ich habe einen Nabelbruch, mein Nabel guckt nach außen. Also die fusseln jetzt nicht, muss die dann woanders. Jetzt reicht's. Was wir für interessante Details heute hier. Also das ist auch mal eine neue Dimension. Danke dafür auch. Es ist natürlich dramaturgisch wahrscheinlich sehr, sehr schwer gewesen, finde ich, mit so einer Figur eine Geschichte zu erzählen. Denn letztlich, das fand ich sehr interessant, natürlich wiederholen sich die Abläufe, nicht? Das ist eine Situation, die ist aber jedes Mal völlig anders. Der Grund ist jedes Mal anders, dass sie dann so ausrastet und ausflippt. Und man hat ja schon Angst davor. Man denkt, hoffentlich geht's jetzt mal gut. Also wie hast du das auch aufgebaut, um sie immer wieder doch in sehr verschiedene Situationen zu bringen? Also, wenn man die Geschichte erzählen will von einem Kind, das durch so viele Institutionen und Stationen geschickt wird, sodass die einzige Kontinuität nur noch der Wandel ist, dann muss man natürlich möglichst viele Stationen abhandeln. Und deshalb ist die Struktur eigentlich aufgrund des Themas schon vorgegeben. Und dann ist jetzt die Frage, wie unterscheidet man die voneinander und was ist der Antagonismus? Weil ich wollte eben nicht einen Film machen über das böse System oder die blöden Erwachsenen, die das Kind nicht verstehen, sondern Benny musste schon eine Radikalität haben, damit man als Zuschauer auch erstmal überfahren ist und sich denkt, oh Gott, ich kann jeden verstehen, der mit dem Kind nicht klarkommt. Und dann kann man nämlich anders anfangen, drüber nachzudenken. Aber diese Hürde muss man erst mal schaffen. Und dieser Strudel in Bennys Leben, der sollte sich transportieren. Und der wird ja auch sichtbar, der wird sogar wirklich gezeigt mit. Also wir schauen auch mal in ihren Kopf hinein, gewissermaßen in ihre Seele. Und wir begreifen ja irgendwann auch, woher diese große Sehnsucht kommt. Also es ist ja die Mutter. Die Mutter ist das große Sehnsuchtsort, der eigentlich unerreichbar für sie ist. Also du lieferst schon auch Motivation mit, damit wir sie besser verstehen und irgendwann auch doch lieb gewinnen? Unbedingt, eigentlich von Anfang an. Ja, also ich meine, das ist ja das Schöne an so einem Film, wenn man sagt, der Antagonist ist nicht von außen kommend, sondern eigentlich in dem Kind selber. Sie bringt es mit. Man liebt sie, aber man hat auch Angst um sie vor sich selbst. Albrecht, ich finde auch stark an dem Film, du hast es eben schon gesagt, Nora, dass es eben nicht so ein einfaches Bashing von Sozialarbeitern ist, das kennt man auch aus Filmen, die machen alles falsch und so, sondern diese, deine Figuren, die andere, die sind ja so liebevoll und sind so hingebungsvoll und ich dachte, vielleicht wolltet ihr tatsächlich solchen Menschen, die auch viel opfern, Gefühle investieren, auch Konflikte haben, so eine Art Denkmal setzen oder doch so eine Art Anerkennung zollen? Definitiv. Also was die für eine Arbeit leisten, da mache ich einen Kniefall vor. Das ist so intensiv und leider fehlt es oft an finanziellen Mitteln. Leider sind die oft unterbesetzt und haben den Stress. Und dann mit diesem Stress auch noch solchen Kindern entgegen, mit diesen Geschichten entgegenzutreten und ihnen helfen zu müssen, ist eine Wahnsinnsaufgabe, eine Wahnsinnsarbeit. Das sieht man im Film eben sehr anrührend, zumal man immer wieder merkt, es ist auch eine Hilflosigkeit da. Was mache ich jetzt eigentlich? Was kann ich für sie noch tun? Und natürlich wirst du, das wäre noch eine letzte wichtige Frage, glaube ich, Nora, an diesen Tagen ganz oft gefragt, wie war es eben mit Helena zu arbeiten? Sie hat, wie gesagt, schon mal einen Film gemacht, auch eine ziemlich sinistre Figur, übrigens die Tochter, ne, die so eine Ehe auseinanderbringen wollte. Hier sind sehr exzessive Szenen auch. Vielleicht hat sie einfach auch Spaß gemacht, mal Dinge kaputt zu machen oder so, was man sonst dann nicht so darf. Wie war das? Klar, also natürlich, das macht wahnsinnig Spaß, sowohl zu inszenieren als auch zu drehen. Das ist auch manchmal anstrengend, aber man darf mal ausrasten, Schimpfwörter sagen. Und wir sehen das jetzt komprimiert in 2 Stunden. Es waren aber 67 Drehtage. Das heißt, sie musste ja nicht jeden Tag schreien und ausrasten. Es gab auch leise Tage, lustige Tage. Und dem Ganzen liegt eine sehr lange Vorbereitung zugrunde. Also wir haben 6 Monate vor Drehbeginn angefangen, miteinander zu arbeiten. Helena war bei allen Castings dabei, hat sich ganz langsam in Bennys Welt eingefunden. Wir haben auch die Unterschiede versucht herauszuarbeiten. Wie würde Benny reagieren? Wie würde Helena reagieren? Und als die Dreharbeiten dann begonnen haben, da war sie auf jeden Fall schon total klar, was ist Bennys Welt und wie kann ich hin und her switchen. Und das Kind rastet dann aus, zerschmeißt alles um sich rum. Und wenn man sagt, Pause 5 Minuten, dann rennt sie springend über den Flur. Ja, also so wie wir Erwachsene das gar nicht mehr könnten. So rein, raus. Also Wahnsinn. Das ist wirklich ein Ereignis und ich finde, es müsste so einen kleinen Bären vielleicht geben. Also es muss ein ganz, ganz großer Bär sein, so ein kleiner silberner, ja. So ein Babybär vielleicht für Helena. Der Film ist hier auch nochmal zu sehen und zwar am Donnerstag um 17 Uhr. Dann habt ihr eine Vorführung in der JVA Plötzensee. Es ist ja auch sehr interessant, den Film dort zu zeigen. Und am Sonntag, das ist dann ein Publikumstag, um 18.30 Uhr, Systemsprenger, läuft jetzt wahrscheinlich erstmal eine Weile durch die Festivals und dann hoffentlich irgendwann auch mal im Kino. Gibt es schon einen Termin? Im Herbst, ich glaube so September, Oktober ist momentan angedacht, kommt er hier in Deutschland ins Kino. Ganz herzlichen Dank, Nora Finkscheid war bei uns und Albrecht Schuch. Danke euch. Danke.